Hallo Leute, was geht ab? Hier ist der Clint. Eine neue Episode unserer Mob-Serie, die Nummer 11. Und diesmal haben wir die erste Secondary hier am Start, die Scorpion. Und der Genio hat es mal wieder geschafft, die Drecksau. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht großartig reden, über diese Waffe, sondern ein anderes Thema ansteigen. Und zwar, wie ihr wisst, Black Ops 2 steht ja in den Startlöchern. Also steht in den Startlöchern, ist gut, sind ja noch ein paar Monate hin. Aber das Spiel wird ja von Treyarch entwickelt, wie man weiß. Und es ist ja eine Sache, dass bei der Call of Duty-Serie es zwei Entwicklerstudios gibt. Und das ist ja nun mal für so eine Riesen-Franchise gar nicht so üblich, ja. Wo sonst gibt es schon zwei Entwicklerstudios, die an einer Serie arbeiten. Weil die Studios wechseln sich ja alle zwei Jahre ab und angefangen hat ja alles mit Call of Duty 1 und 2, das hat Infinity Ward gemacht. Dann haben die ja COD 4 gemacht und MW2 und MW3. Und Treyarch ist dann eingestiegen bei Call of Duty 3, Call of Duty 5 World at War und Black Ops 1 dann und natürlich jetzt Black Ops 2. Und wenn man diese beiden Entwicklerstudios sich anschaut und so, dann sieht man, was für einen krassen, entgegensätzlichen Verlauf die eigentlich genommen haben, ja. Call of Duty 1 und 2 waren damals die Mega-Hits, alle haben Loblieder auf Infinity Ward gesungen. Call of Duty 3 hat dann schon ein bisschen rumexperimentiert, Multiplayer, da gab es dann Autos, irgendwelche Fahrzeuge, Riesen-Maps und so, das war schon ein bisschen anders als die Multiplayer von Call of Duty 1 und 2, die habe ich auch nur ein bisschen kurz angezockt. Aber so richtig explodiert ist ja die Call of Duty Serie erst mit Call of Duty 4 natürlich, ja, mit den neuen modernen Waffen dann und mit den Perks und Killstreaks und was es alles nicht so gab beim ersten Teil praktisch von der Modern Warfare Serie. Dann kam Call of Duty 5 und alle waren enttäuscht, dass das wieder im Zweiten Weltkrieg spielt, ja, World at War. Und es hatte auch zwar seine Anhänger, World at War, aber wurde doch, sagen wir mal, gedisst und viele sind wieder zurückgegangen zu COD 4. Dann dachte man, MW2 wird der Mega-Hit und ein Monsterbrüller. Es war auch ein finanzieller Hit und am Anfang war es auch ein Monsterbrüller. Auf dem Gameplay und so, aber dann kamen ja die ganzen Bugs, ich will die gar nicht wieder neu aufzählen und die ganzen Noob-Tubes und overpowerten Waffen, Shotguns als Secondaries, ihr kennt ja die ganzen Scheiß, wenn ihr das Spiel gezockt habt. Und null Support, ja, das muss man ja auch noch sagen, es gab null Support. Dann kam Black Ops 1 von Treyarch und das war das erste Call of Duty, was Treyarch entwickelt hat, wo sie praktisch die volle Manpower von dem Studio einem Spiel zur Verfügung gestellt hatten. Sonst, als sie die Call of Duty Teile gemacht hatten, haben sie auch nebenbei noch andere Spiele gemacht, ja, also die waren kein hundertprozentiges Call of Duty Studio und das hat sich dann auf jeden Fall mit Black Ops 1 schwer geändert und man hat die Ergebnisse ja gesehen, sie haben das Spiel balanced, ja, bis auf ein, zwei Ausnahmen, sie hatten neue Game-Modi eingeführt, Wager-Matches, sag ich mal zum Beispiel, ja, Gun-Game und so, war ja totaler Fun, das zu zocken und der Support war vorbildlich. Ja, also alles wurde sofort gefixt. Ich habe teilweise die Glitches gar nicht mitbekommen, ja, dass man da irgendwelche Sachen, die wurden sofort gefixt, ein paar Stunden später, innerhalb von einem Tag. Man hat es gar nicht mitgekriegt, dass die so krass gefixt haben und gepatcht. Ja, und das war zum ersten Mal in der Call of Duty-Serie. Man erinnere sich, ja, bei Modern Warfare 2, ja, was da für Bugs waren. Da konnte man in die Steine rein, bei Fuel, ja, die Download-Map. Bei Fuel konntest du monatelang in diesen bescheuerten Stein rein, der die komplette Map versaut hat. Es gab kein Patch. Nein, das interessiert Infinity Ward nicht, ja? Und Black Ops 1 hat da eine richtige Maßstäbe gesetzt, was den Support angeht. Und beim MW3 sieht man auch etwas davon. Denn, hey, plötzlich gibt's Patches ohne Ende. Die Sachen werden gefixt, ja? Bei Outpost, möchte ich nur mal erinnern, konnte man auch wieder unter die Map gehen. Wurde auch relativ schnell gefixt. Und praktisch, Treyarch hat Infinity Ward unter Druck gesetzt, ja? Dass die mal auch aus dem Arsch kommen, sage ich mal, was den Support angeht. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was Treyarch da gemacht hat. Und bei Black Ops 2 setzt sich dieses Ganze fort, denn wenn Wanderhaar, ja, der Multiplayer-Designer von Treyarch, der hört unglaublich auf die Fans, ja, der hört auf die Community. Man sieht nur jetzt diese E-Sports-Features alle, ja, dieses Codcasting bei Black Ops 2, Theater-Modus da mit extra Funktion und weiß der Geier alles nicht, ja. Und es ist echt Hammer. Er hat keinen Second-Chance-Perk. Es gibt keine Death-Streaks.
Ghost hat da auch gefixt, wo sich viele bei Black Ops 1 aufgeregt haben, dass man jetzt, wenn man sich nicht bewegt, wird man gesehen auf dem Radar und so weiter und so weiter. Und Infinity Ward, bei denen gibt's sowas nicht, ja? Die sind mehr so in ihrem Element, so von wegen, wir machen das Spiel so und ihr müsst damit klarkommen. Was? Ihr hasst alle Deathstreaks? Interessiert uns nicht. Die Noobs mögen Deathstreaks. Ja? Sie haben ja extra gesagt, das ist für die Spieler, die nicht so gut sind, sind Deathstreaks und die Type 95 und extra dafür designt, für nicht so gute Spieler, damit die auch Spaß haben. Hey, Treyarch hat dafür auch was, nennt sich Combat Training. Wenn du nicht so gut im Spiel bist, kannst du erstmal gegen Bots trainieren gehen, ja? Und nicht so einen Scheiß wie Deathstreaks einführen. Und deswegen, Infinity Ward scheißt auf die Community mehr oder weniger immer noch. Sie haben sich zwar schon verbessert, aber es reicht noch lange nicht, ja? Oder es gibt hier zum Beispiel immer noch Final Stand mit einer Primärwaffe, ja? Hallo? Haben die nichts daraus gelernt aus Black Ops 1? Jeder hat sich aufgeregt über Second Chance, ja? Nein, interessiert dir nicht. Die machen Second Chance noch krasser, indem sie dir die Primärwaffe in die Hand drücken. Bei Black Ops 1 hattest du ja nur eine Pistole. Also es ist schon echt absolut heftig, wie Infinity Ward, ja, die programmieren einfach ein anderes Game, die programmieren mehr so ein Game darin, ja, jeder soll Kills schaffen, das Spiel muss super fast sein, super schnell und Skill ist gar nicht so wichtig, auch die Maps, das komplette Spiel wurde so designt, dass jeder Kills schafft, ja, enge Maps, überpowerte Waffen, ACR, PP90, alles, da brauchst du gar keinen Skill, du kannst trotzdem irgendwie ein paar Kills schaffen, ja, Support Package, das ist ja alles und bei Black Ops 2 gibt es den ganzen Scheiß nicht. Es gibt den ganzen Scheiß nicht. Und wenn sich sicher viele, ja, viele werden das Spiel nicht zocken, denke ich mal, weil sie überfordert sein werden, dass sie mal ein bisschen Skill zeigen sollen bei Black Ops 2. Könnte ich mir gut vorstellen. Andererseits, wenn die Spieler sich auch vielleicht mal anpassen und sagen, okay, jetzt strenge ich mich mal an, werde mal ein bisschen besser im Spiel und werde nicht belohnt durch beknackte Support-Packages und Noob-Bomber. Ja, also das sind die Unterschiede zwischen den zwei Studios im Moment und das ist ja auch so, seit dem Modern Warfare 3 wird auch ziemlich heftig gedisst, ja, von vielen, dass es so ein Modern Warfare 2.2 ist, ja, was auch durchaus der Wahrheit entspricht in manchen Fällen. Mein Fazit jedenfalls lautet zu den beiden Studios, Infinity Ward, zieht ihr Ding durch, achtet nicht so sehr, was auf Treyarch macht, Treyarch achtet mehr so auf die Balance des ganzen Spiels, hört mehr auf die Community, ja, und bei Black Ops 2 wird sich das, denke ich, fortsetzen. Und das war's jetzt auch schon hier mit der Mauer, weil einer hat hier einen Rage Quit gemacht. Ja, deswegen sieht man gar nicht mehr, wie die dann explodiert hier. Aber das ist auch nicht weiter wichtig, denke ich. Und ja, das war's von mir. Meine Frage an euch wäre noch, welches Studio gefällt euch besser? Treyarch oder Infinity Ward? Bis dann, bye bye, ciao.